Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 17 Experimental hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute wieder einiges zu tun. Ich war mal so frei und bin vom Beer Den wieder zurück zu unserem Vogelkäfig hier. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir weitermachen, beziehungsweise erstmal alles hier reinpacken. Alles hier rein. Ne, die Eier nicht, die kommen ja in die Mampfkiste. Holzstühle, das ganze andere Zeug. Ich will heute noch ein bisschen. Schrotflinte kann weg. Magnum hier kann alles weg. Brauchen wir noch das Wasser. So, Eisen kann weg. Obwohl, ich würde gerne die hier mitnehmen. Und wo ist das Jagdgewehr? Da. Das ist zwar voll am Arsch, aber egal. Damit können wir wenigstens ein bisschen jagen, wenn wir es denn dann brauchen. Oder unterwegs finden. So, war ich stehen geblieben? Genau. Ich würde gerne heute mal hier so diese Richtung gehen. Na, was ist das? Niemals ohne Seife waschen. Kann man sich schön merken. Schöne Eselsbrücke, ne? Südwesten. So. Sehr gut. Das machen wir auch mal. Einfach ein bisschen erkunden, was da so ist. Südosten. Südwesten wäre da. Ne? Ja, also diese Richtung. Hep, hep, gucken, was da ist. Und Zombies schnitzeln. Einfach schauen. Das ist nix. So, wir müssen ja noch ein bisschen... Was sind wir jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, warte hier. Level 15. Wir brauchen noch ein paar Level bis 20. Um dann die Schmiede machen zu können. Hier waren wir schon drin, ne? Guck, da hinten sind nämlich auch Häuser. Ah, hier ist offen. Hier waren wir schon drin. Können wir mal gucken, ob hier noch wer drin sitzt. Nein. Ach, hier war die funktionierende Chemiestation, ne? Genau. Sehr gut. Also gehen wir mal da hinten die Häuser gucken. Die kennen wir aber, glaube ich, schon, oder? Nee, da ist dunkel. Dann gehen wir nochmal da rein. Hier ist Free Wasser. Nicht Free Willy, sondern Free Wasser. Jo, und dann schauen wir mal, was hier so los ist. In der Gegend. In der Gegend. Wie viel Stein und Holz haben wir eigentlich? Holz haben wir 600, okay. Das wären wir an Tag 4. Ja, ich denke mal, Tag 5 fangen wir dann langsam mal so an. Tag. So, wir. Was macht die denn da? macht einen auf Frosch. Okay. So, wo stehen wir? Genau, Tag 5 werden wir dann schön Holz sammeln. Und Tag 6. Oh, guck mal. Tag 6 können wir dann mal anfangen, wieder unser Maester zu bauen. Hep. Kommen Sie her. Wir haben Verbände. Jawohl, haben wir. Alles klar. Painkiller kannst du mir mitnehmen. Was ist hier noch? Alter, was ist denn hier? Toilets to go, alles klar. Ist ja nochmal eine komplette Stadt oder was? Ob das eine komplette Stadt ist, ich weiß nicht. Funeral, Toilet to go, das ist wieder so ein Shop. Da kommt er doch schon. Ruhe. Schnauze, du Penner. Working Stiff Tools, da gehen wir gerne rein. Das ist hier Lathan Hardware. Boah, guck mal, da hinten geht's noch weiter. Okay, wir erkunden erstmal die Stadt, bevor wir irgendwo reingehen. Ruhe. Das ist wieder eine Bar. Hier, Shotgun. Hm? Ach, da kommt sie schon wieder. Stripper-Telegramm, ne? Bam. So, aber das Auto können wir durchsuchen. Das ist ja hier vor der Tür. Sehr gut. Ich sehe, genau deswegen wollte ich ein bisschen erkunden gehen. Einfach damit wir mal gucken, was hier sonst noch so ist. Hätte ich nicht gedacht, dass so nah... Hier schwebt schon wieder alles. Gott sei Dank nur Müll. Dass so nah bei uns... Wieder alles. Wer zerkloppt denn hier alles? Ich glaube, da drin. Dass so nah bei uns schon wieder so viel ist. Schauen wir hier. Special Toys. Wreck a Book. Liegen bleiben. So, was haben wir hier? Zachary's Laundromat. Auch interessant. Vielleicht haben wir echt mal das Glück und finden irgendwo einen Mining-Helm. Das wäre mal toll. Federn können wir auch mitnehmen. Oh, den haben wir gar nicht durchsucht, ne?
Wird doch schon wieder überall. Kleber will ich jetzt nicht. Ja, wir gehen jetzt noch so rein. Hier draußen laufen auch genug rum. Mann, Mann, Mann. So, das war ein bisschen EP nebenher machen. Das will ich jetzt nicht mitnehmen. Können wir ja liegen lassen. Uhu, wer ist hier? Ach, Kinderspielplatz, ne? Ja. Yep. Okay, gehen wir mal hinten oben. Liegen auch viele oben, ne? Oder? Natürlich, ja, hier sind voll viele oben auf dem Dach, weißt du? Sonst, wenn du die hier, weißt du, um 21.52 Uhr dich auf das Dach flüchtest und dir hier eine Base aufbauen willst, sind hier 10 Stück. Jetzt guckst du so. Nichts, gar nichts. Oh, boing. So ist Gummi oder was? Das Maul da hinten. Da waren wir auch noch nicht drin. Grocery. Sehr schön. Haben wir noch eine komplette Stadt zum Looten gefunden hier. Ja, das heißt komplette Stadt. Ein Stück Stadt. Aber in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Kann man alles noch looten. So, wo liegen die hier rum? Da hinten läuft eine. Hey, liegen bleiben. Hier noch irgendwo was? Ja, da. Kommst du denn her? Wo kam die denn jetzt her? Na, guck mal hier. Herr und Frau von Gammel. Hm. Ihnen geht's aber nicht so gut, wa? Oder warum sind sie so grün? Toll. Wahnsinn. Hier oben noch einer. Vorsicht, mir wird schwindelig. Bert. Da ist eh wieder nur irgendein dämlicher Safe oben drauf. Obwohl, nimm mal mit. Wollen wir halt zerlegen. Ist auch. Nein. Dann gehen wir lieber hier hin. Komm mal weiter. Komm jetzt eh wieder von hinten. Pass auf. Immer von hinten. Ah, der ist unter uns, da irgendwo. Am rumkloppen. Aber egal. Oh Mann. Root Skill over 9000, wa? Okay, hier ist niemand drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da kommt sie. Boom. So, wie war das? Living of the Land. Living of the Land. Okay, das kannst du auch zerlegen. Ah, ne, schreck mich doch nicht so mit dem Scheiß hier. Aber wo sind die jetzt? Haben die das hier ganz unten kaputt gemacht? Nein. Dann ist der hier hochgelatscht. War das hier irgendwo? Oh. Ach, da sind die alle. Hui. Liegen bleiben. Sonst irgendwo einer? Ah, hier ist noch irgendeiner wo dran. Balabern. Geh weg. Stinkst. Wir waschen hier. Kommt der nächste. Wo kommt noch einer? Keine Ahnung. Ist auch egal. So, weiter geht's. Oh, guck mal da, die fette Elke. Nur eine? Nur eine? Können die nicht mehr sein? Ah, unten kommen sie schon, okay. Ist hier drin? Denke da, nehmen wir gern. Türen kaputt machen, wie immer. Ja, so. Randaleros. Da kommt sie doch schon. Hui. Hui. Na, steht er nochmal auf?
Nein. So, guck mal, hier unten schlafen sie alle. Und oben, ne? Ups, aua! Lass das. Oben sind sie alle am Randalieren. Okay, nehmen wir mal gerade ein bisschen Ausdauer. Die kommen jetzt eh alle. Oh, bleib liegen. Wir nicht. Bon. Ja, ist klar. Willst du mich verarschen? Oh, wir müssen was trinken. Wir müssen was trinken! Weg, der nervt. Komm, Junge, so blöde kannst du gar nicht sein. Ja. Ab hier! Klopft da hinten rum. Außen klopft der rum, der will außen rein. Was haben wir hier? Ja, das Glas. Kann man gerne mitnehmen. Wir müssen jetzt eigentlich da reinkommen. Warte, wir gucken jetzt mal hier rein. Ja. Ja, siehst du. Wusste es. War klar. Das haben wir. Das haben wir. Das können wir hier aufmachen. Gucken wir, oder was hier drin ist. Was du mir mal in die Kommentare schreiben könntest. Findest du das eigentlich so, wie wir es jetzt machen, gut? Immer so einzeln normal looten? Oder mal sowas durchaus auch mal in einer Timelapse machen. Einfach, dass es ein bisschen schneller geht. Und wir mehr schaffen. Im Endeffekt ist es ja immer dasselbe hier, ne? So, wenn wir was Schönes, Tolles finden oder so, kann man ja immer noch gerade ja, die Timelapse beenden und normal weitermachen. Rosenfleisch benutzen. Benutzen. Wir sind bei 87. Benutzen. So, zwei Dosen Fleisch sollten eigentlich reichen. Aber die Bude auch schon leer. Platz haben wir auch keinen mehr hier. Wahnsinn. Adrian kann es auch gerade so essen. Fallen lassen. Nein, benutzen wir. Nom 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 nom. So. Oh, weitermachen. Haben wir den nicht durchsucht. Siehst du? Schweinebacken, ey. Oh, Reifen. Ja gut. Ja mit. Haben wir hier drin. Da ist wieder keiner. Mal gucken. Da sitzt einer. Oh, egal wer drin ist. Oder was. Einfach weg damit. Liegen bleiben. Wow, hier ist ja viel drin, muss ich mal sagen. Shotgun-Muni, das ist gut. Und schon wieder Shamway-Schinken da, oder was das ist. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Oh, guck mal, die haben schon die Tür aufgemacht hier für uns. Das ist natürlich fein, eine feine Sache. Brauche ich. Erstmal reparieren hier. So, reparieren. Reparieren. Klar. Und da sitzt einer. Hui. Oh. Ist noch. Von hinten, ne? Guck, da kommen sie rein. Die kommen bestimmt vom Dach. Ja, was nu? Zu blöd, um die Türe reinzugehen, ne? Unglaublich. So, erstmal leer machen hier. Oh. Der Rocker locker vom Hogger hier. Komm, komm. Sag mal. Oh, liegen bleiben. Penner!
Einer von hinten. Sieht nicht so aus. Komm, komm. Daneben. Sag mal. Business Meeting in der Wäschekammer oder was? Oh Gott. Warum? Warum sind wir überall Saves? Warum? Mal mit. Die machen wir erst auf, wenn wir Eisenwerkzeuge haben. Ich habe keine Lust, da so lange drauf rumzuklopfen. Müssen wir mal eine große Safe-Tour machen dann. So, da liegt noch einer rum. Liegen bleiben, gib mir den Stuhl. Wutz. Hopp drin. Hände waschen. Knalls. Wie Deibel, was haben wir? Ach, 12 Uhr, ja, Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Oh, Airdrop. Airdrop. Warum kommt der denn bitte jetzt schon? Bier können wir wegschmeißen. Ich hasse Bier. Ein Poncho. Haben wir da überhaupt schon einen? Könnten wir anziehen, ne? Ja. Komm, wir ziehen ihn mal an. Uns ist zwar nicht warm, aber... Wo ist der denn? Der ist ganz in der Nähe von uns. Können wir einen schnellen Wegpunkt hinsetzen. Das ist gut. Kopf können wir auch mal gebrauchen. Mützen können wir klein machen. Das ist so spannend hier. Aber es gehört halt dazu, ne? Ist ja nicht umsonst ein Survival-Game. Dreckiges T-Shirt, geil. Sieht bald aus wie die Zombies hier. Muss ich noch machen, um mich grün anmalen. Ruhe da hinten. Weh, hier kommt wer rein und stört mich beim Looten. Ja, so eine Brille. Ja. Shotgun-Munition, weißt du? In der Wäscherei. Mal mit. Noch zerleg das jetzt einfach alles hier. Weg ist weg. Danke. Das ist immer dankbarer Brennstoff. Nix, nix, nix. Ah. Gucken, wie viel Stoff wir hier rauskriegen. Bin gespannt. Noch eine fette Jacke. Eine Sonnenbrille, was bringt die denn? So, mal gucken. Hatten wir noch keine bisher in der neuen Experimental Alpha hier. Bringt die auch irgendwas? Tut den bitte den Cowboy-Hut waschen. Mal gucken. Perception, nix. Puffermantel. Können wir mal behalten. Cowboy-Hut brauchen wir nicht. Wer krabbelt denn hier schon wieder rum? Wer krabbelt hier rum? Ohne Sonnenbrille. Eieiei. Okay. Schlimm. Einfach nur schlimm. Sie muss sich in Ruhe lassen. Was war das Blaue da? Mal gucken. Ah. Draußen latscht da rum. Habt dann gesehen. Ich hab ihn gesehen. Guck, da hinten läuft so rum. Die Olle. Ja, einer. Ja, bitte, klopp auf dem Auto rum. Oh, was ist das Blaue? Eine Schutzbrille, okay. Wie sieht die denn aus? Können wir die mal anziehen? Was bringt die Fliegerbrille? Bird Treasure Radius minus 1, Loot Bonus 50. Aha. Hier. Agility 1, super. Dann ziehen wir doch eher wieder die Fliegerbrille an, würde ich sagen. Passt eher. Weg, weg, weg. Da haben wir noch einen Puffermantel. Oh, jede Menge. Jede Menge Stoff. Können wir gebrauchen. Komm her, Püppi. Püppi. Was los? Auch mit den Händen noch rumzuwuchteln. Ich glaube, was hackt. 17 sind wir. Was können wir denn noch machen hier? Wie ist... Was ist Ranged Weapon Damage? Nee, danke.
Masterchef haben wir. Kann das hier alles durchklicken oder halt so, ne? Motherload haben wir noch nicht. Da können wir mal einen kaufen zumindest. Oh, wir haben jetzt noch 5 Punkte. Ich würde gerne hier noch welche kaufen, aber dafür brauchen wir halt Stärke 5. 4 könnten wir machen. 5. So, jetzt haben wir noch einen Punkt. Dann machen wir hier. 60. Echt? Konnte man das schon kaufen? Okay. Okay. Müssen wir nur gucken, dass wir dann die Punkte... Warte mal gerade gucken. Auch eine Int auf 4, der ist auf 1. Okay. Gut, habe ich schon gepennt. Hätten wir eigentlich hier machen müssen, ne? Hm. Dann dauert es wohl noch ein bisschen. So, da gehen wir jetzt nicht rein so überladen. So, schon mal wieder zurückgehen. Den ganzen Käse abladen. Und dann einfach mal nach dem Airdrop gucken, was da so drin ist. Wir wissen ja jetzt, dass hier auch noch ein kleines Städtchen ist. Mit jeder Menge zum Looten. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Vor allen Dingen da oben drauf. Ob da wieder die Ferrells hausen. Familie Ferrell. Ne? Weiß ja jeder. So. Eigentlich die leeren Gläser. 10 leere Gläser. Pack die mal hier hin. Unten können wir nochmal eins. Ja, eh immer chronisch durstig hier. So. Ja, kommen sie ran. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, da unten ist auch noch was. Ach, hier wird wieder das Wasser geteilt, okay. Das ist echt lustig. Total Banane. Total Banane, aber okay. Scheiß will ich doch gar nicht. Geh weg. Liegt eine Tasche rum. Na drin. Na klar. Na klar. Weißt du, einfach so unterm Baum liegt das Zeug rum. Ja, ackern uns hier einen ab und da liegt's rum. Pff. Arsch. Am Arsch. Ach, das ist ein richtiger Baum, okay. Mhm. Sind wir drin gewesen, ja. Da waren wir drin. Übrigens, ich bringe immer alles hier direkt zurück zur Base. Bock mir überall an, jedes Gebäude eine Lootkiste zu klatschen. Da bin ich zu faul für. So, was ist hier unten? Direkt Wasser. Ich frage mich echt, warum das hier so runter und rauf geht und dann ist hier das kaputte Haus. Wir haben auch nochmal Wasser. Wir haben direkt vor der Tür Wasser hier. Das ist ja mal geil. Ja. Ausdauer haben wir gar keine mehr. Auch sehr gut. Tschüss. Oh, ach, gesperrt. Gesperrt. Warum? Den ganzen Käse hier machen wir weg. Ja, wir lassen es da. Mal gucken. Oh. Tür zu. Nee, ich glaube, wir machen eine neue Truhe mal. Bitte mehr Müll. Bitte mehr Müll. Danke. So, kann ich die hier hinklatschen oder kommt dann wieder... Ist die Fackel wieder im Weg, ne? Ja. Wo ist so dran? Fackel kann dann... Oh, hau mal da drüber. Schwebt zwar in der Luft, aber passt. Oh, alles weg hier. Alles weg. Einfach weg. Holzstühle nicht, die können gleich brennen. Das gibt's uns mal. Das kann weg. Die Holzrahmen kommen wieder hier hin. Weg. Weg, 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 Federn, hier, Jagdgewehr, dann auch weg, wir haben ja eh keine Munition hier,
So, haben wir hier noch Federn, da haben wir noch Federn, da haben wir Federn. Gucken wir mal, ob wir die untergebracht kriegen hier irgendwo. Haben wir hier noch Federn? Sieht nicht so aus. Wir müssen unbedingt unsere Kisten hier sortieren. Definitiv. Bunkerbuster Woodsplitter. Aber dafür brauchen wir halt Eisen. That's the problem. Da haben wir noch ein Shamway hier. Das können wir hier reinpacken. Da drauf. Und dann können wir an dem hier unten unsere Federn parken. So und so. So ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Haben wir auch noch dreimal Shamway hier. Das ist doch, hat man eben alles gesammelt, ne? Oh, siebenmal schon. Siebenmal, sieben Töpfe. Eine Kartoffel, die eine Kartoffel der Wahrheit hier. So, wie sieht es mit den Stühlen aus? Kannst du da drauf packen? Da drauf packen? Kannst du da drauf packen? Einmal Kaffee, was bringt der? Stamina 25%, okay. Ein bisschen Cold Resist. Mal an. Jetzt Wasser machen. Wahnsinn, Wahnsinn. Zu, jetzt gehen wir uns noch gerade den Airdrop holen. Ah! Aua, nicht hauen. Ich hoffe, wir kommen da dran. Und rennen nicht in die radioaktive Zone. Das wäre natürlich mega scheiße. Und da ich jetzt überhaupt nichts. Ich wollte gerade sagen, da ich überhaupt nichts mitgenommen habe, müssten wir jetzt eigentlich den Bär wieder treffen. Ach, halt's Maul. Der Elke. So, weg mit dir. Stinkst. Gelbe Zähne. Git. Dass wir hier Federn finden. Unglaublich. Unglaublich. Ah. Bam. Das ist das Schwarze hier. Deine Weisen. So, pass auf, machen wir folgendes. Tada. So. Fette Beute? Ja oder nein? Wer weiß das schon? Gucken wir mal. Ui. Jetzt nicht viel Waffen, aber verdammt viel Essen und Antibiotika. Und Verbandskasten. Und Honig. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Voll das Care-Paket. So, wie schnell geht das jetzt hier? Mal gucken. Wir müssen unbedingt mehr Zombies anlocken, ey. Wir brauchen mehr Zombies. Unglaublich. Oh, die Steine reichen, ne? Ja, 170. Ich habe Lust, jetzt hier noch rumzukleppen. Ah, oh, später, wenn wir das müssen. So. Wie viel Platz haben wir noch? Nicht mehr viel. Wir Zombies suchen. Die Frage ist, wo? Haben wir eigentlich schon alles durchsucht? Yep. Yep. Yep, 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 yep. Blub. Ah. Oh, wir müssen das Zeug zurückbringen. In unsere Mamfi-Kiste. Ach, das ist doch gar nicht meins. Oh, voll den Schatten habe ich, ey. Hier schon fremde Häuser rein. Oh, mal noch nichts mit zu tun, du. Oh. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Los geht's. Oh, ganz schön schnell. So, Hundefutter, Rindfleisch, Birnen, Erbsen, Miso-Suppe, Honig. Yay. So, hier können wir jetzt den anderen Rest reinschmeißen. Pillen, Verbände, Verbandskasten. Müssen wir auch eine Erste-Hilfe-Kiste machen, würde ich sagen.
Mal gucken, wo wir ein Lager machen. Hm. Okay. 37 Pfeile. Fackeln mal los. Besser ist immer. Wir gehen jetzt nochmal. Oh, oh, oh. Ah, wieder überlebt. Sehr gut. Er ist überlebt. Gucken wir mal. Nirgendwo spawnen hier neue Zombies. Das ist voll unfair. Voll unfair. Stopp. Nö. Da sitzt einer. Okay. Hm. Hm. So. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt hier so einen Wegpunkt hin. Der ist da. In die Richtung werde ich jetzt zockeln und dann fangen wir da einfach die nächste Folge an. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge. Euer Ede.